Wir schreiben das Jahr 2015. Das Land wurde von einer Grippewelle bisher unbekannten Ausmaßes heimgesucht. Eine Welle fast schon wie ein Grippe-Tsunami. Der Krankenstand stieg täglich und erreichte bereits Jahrhundertwerte. Inzwischen einen Pegel von 10,73 Meter. Das war Höchststand, seitdem es die Aufzeichnung des Krankenstandes gibt. Die Welle schwappte regelrecht über das Land hinweg und traf vor allem die Gesunden. Es waren auch viele Kranke dabei, doch in erster Linie die Gesunden. Die Ärzteschaft, zumindest die, die nicht betroffen war, feierte inzwischen ausgelassen das unerwartete und nicht vorhersehbare Zubrot bei Nobelgastronomen und anderen gehobenen Restaurants mit Hochseefisch, Hummer, Kaviar und anderen leckeren Gaumenfreuden. Nicht zu vergessen auch die passenden, lange dekantierten und hervorragenden Weine. Ja, jetzt konnte man sich alles leisten. Diese Grippewelle schwappte nicht nur übers Land, nein, sie spülte auch ein zusätzliches und üppiges Salär in die Börsen und auf die Konten der vom Schicksal anderer so hart getroffenen Ärzte. So sehr sie auch hofften auf schnelle Heilung, die von der Grippe Betroffenen, so sehr freuten sich gleichermaßen die Medizinmänner über gesteigerten und erhöhten Zulauf in ihren Praxen. Ja, ja, des einen Leid ist des anderen Freud. Doch gar mancher von der Grippe gebeutelte Installateur, Fliesenleger, Maurer, Maler etc. freut sich bereits schon jetzt im Krankenstand, wenn er daran denkt, dass nach seiner persönlichen Gesundung der eine oder andere Arzt dringend ihn oder einen seiner Handwerker benötigen sollte. Dann wird abgerechnet und Ausgleich geschaffen und eine Revanche lässt nicht auf sich warten. Es wird wieder ein Tsunami werden, doch diesmal anders und noch heftiger. Zwar wieder in Form einer Welle, aber als massive Kostenwelle immensen Ausmaßes, die dann auf die Medizinmänner zukommen und sie mitreißen und überrollen und über sie hinwegschwappen wird. Erfüllt mit Vorfreude und Häme, sagte im Vorfeld der immer noch mit Grippe krank da niederliegende Installateurmeister und gebürtige Linksträger Eberhard Rohrbruch, es hängt nicht immer nur auf eine Seite. Lass einen dieser Quacksalber mal was am Rohr haben, dann werden die Karten neu gemischt und es wird abgerechnet. So wird also, wie überall, wie in der Natur und auch in der Tierwelt, auch hier für Ausgleich gesorgt werden. Eine korrekte, aber verrückte Welt. Ja, ja, das Leid des einen ist die Freude des anderen. Glück und Unglück sind eben immer schon verwandt und gehen dicht nebeneinander her. Und der, der heute meint, dass er den anderen nicht braucht, wird möglicherweise morgen auf ihn angewiesen sein. Darum, meine Freunde, denkt immer mit einem Lächeln daran, wenn dir heute einer aufs Maul haut, bist du morgen vielleicht sein Zahnarzt oder sein Handchirurg. Ja, ja, des einen Leid ist eben die Freude des anderen.